Puppen sind so gruselig. Wir spielen um dein Leben. Warte! Ja. Na los, such mich! Ich finde dich. Hier oben war ich noch nicht. Was ich hier irgendwo. Gefunden. Wenn es Rose nicht gäbe, dann wäre alles besser. Ja, sehr schön. Okay, der Schrank ist hier nicht. Wir müssen in Bewegung bleiben. Ein Bild ist sie nicht. Wo bist du? Wo bist du? Ich finde dich. Wir müssen Piep einmal. Hab dich. Gehst du mit Rose auch so um? Nein, sie ist keine gruselige Horrorpuppe. Das war klar. Die versteckt sich nicht nochmal oben. Aha, hier. Du kommst hier niemals lebend raus. Sehe ich anders. Blöder Idiot. Wer tut unschuldigen Puppen so etwas an? Unschuldig? Was ist das? Dann war die Gräfin besiegt. Mia, ich bieg das wieder hin. Auch wenn das mit dem. Was? Das mit dem Baby da ziemlich gruselig war und ohne Waffen hier rumzulaufen. Jetzt nichts mehr aus hier. War das doch deutlich. Deutlich weniger schwierig als der. Aha. Und kombiniert. Nummer 2. Nummer 2 von 4. Das war deutlich schwieriger, deutlich leichter als die Lady Dimitrescu und das Schloss. Definitiv. Hier kommen wir nie wieder. Nur weg hier. Da will ich nie wieder hin. Gut, dass wir das abgeschlossen haben. Das ging relativ schnell. Ist da von der Zeit her vergleichsweise mit der dem Schloss der Lady. Das haben wir heute gemacht. Wir haben heute jetzt knapp 2 Stunden gebraucht für. Bisschen weniger, würde ich sogar sagen. 38, 19, 20. 1,5 Stunden. Das ist da. Ist wahrscheinlich aber auch der kürzeste von den Bereichen. Habe ich eigentlich meine Waffen? Ja, sehr schön.
Wollte gerade sagen. Was wäre blöd, wenn wir die nicht gehabt hätten. Wo sind wir jetzt hier gelandet? Oh je. Aha. Neue Pumpgun. Sekunde. Dann wollen wir den austauschen. Auf die 3. Eine Mine. Eine Mine. Ein Dietrich. Okay, wir kommen jetzt wieder raus. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich habe keine Munition mehr. Wer seid denn ihr bitte? Bin hier ein bisschen in Betrüger. Bedrängung. Hätte ich hier irgendwie rauskommen können? Pistolen, Munition. Ja. Auf dem Friedhof sind die Toten los. Finden wir die hier irgendwo? Explosivgeschoss. Schlüssel des Geigenbauers. Können wir schnell speichern. 2 von 4. November 10. Mutter Miranda hat Donna adoptiert. Noch nie war ich so glücklich. Schon als Kind fürchtete meine Herrin die Begegnung mit anderen, wohl wegen der Narben in ihrem Gesicht. Und nach dem Tod ihrer Eltern schloss sie sich ein und redete nur mit Angie, der Puppe, der ihr Vater für sie gefertigt hatte. Ich danke Mutter Miranda für ihre grenzenlose Güte. 27. November. Donna scheint glücklich. Vielleicht bilde ich das mir nur ein. Aber ihre Puppe Angie wirkt viel lebhafter als zuvor. Mhm. Lebhafte Puppen haben wir gerade entdeckt. Heute kam sie zu mir in den Garten und musste Angie, um mit mir zu reden. Es war eine wirklich unangenehme Unterhaltung. Sie redete davon, ein Geschenk der Macht von Mutter zu erhalten. 29. November. Donna gab mir eine gelbe Blume mit der Bitte, sie im Garten einzupflanzen. Es mag an den Pollen gelegen haben, aber als ich sie vor Fräulein Claudias Grab in die Erde einbrachte, fühlte ich mich plötzlich benommen, und meine tote Frau erschien mir in ihrem Traum. Als dies Donner gegenüber erwähnte, schien sie begeistert, lud mich in ihr Haus ein, sie sagte, ich würde meine Familie wiedersehen. Ich weiß zwar nicht, was genau sie damit meinte, und das war doch sehr nett von ihr.
Ja, diese Geistergestalten. Hatten wir da auch gelbe Blumen, tollen, tot im Haus. Die Kurbeln haben wir nach wie vor nicht gefunden. Ah, doch, eine Bodenkurbel. Seit wann haben wir die? Flintenmunition. Wenn wir aufs Klo gehen. Wo denn ein seltsamer Vogel ist? Von hier. Scharfschützenmunition können wir herstellen. Das wohl gemacht wurde auf dem Friedhof. Ich hoffe, der ist nicht storyrelevant. Hier kommen wir nicht links. Ich hoffe, hier kommen wir lang. Ah, die Brücke. Wir sind beim Anfang gelangt. Oh, Kacke. Da fliegen. Oh, Kacke. Weiter hier. Liegen bleiben. Hier ist doch der Ausgang. Beziehungsweise Eingang. Hallo Duke. Kommt dir das vielleicht bekannt vor? Geh mir weg mit den Puppen. Ich habe neue Waren für dich besorgt. Wie wär's? Was bringt mir... Gesundheit würde es danken. Was kostet der Spaß? Okay, ich lass es mal. Wie steht's um deine Feuerkraft? Ich biete jetzt verkaufen. Auch erweiterte Waffenmodifikationen an. Gucken, Kopfkämpfe verkaufen. Kann man nicht. Kristalliner Schädel. Wir haben doch eigentlich die. Haben die nicht aufgehoben? Eigentlich müssten wir doch die Gräfin dabei haben. Ah. Ich wollte eine vergessen. Zuerst mal hier. Ja, die Pistole sollten wir als erstes machen. Das ist am dringendsten. Feuerkraft können wir noch nicht. Nachladegeschwindigkeit ist auch ganz gut. Ich muss auf die Feuerrate gehen. Überlass das mir. Bitte sieh dir auch meine neuen Waren an.
schon dabei. Herstellung explosive Geschosse. Die habe ich noch nie benutzt. Bisschen Pistolenmunition. Kann es sein, dass wir die nicht mitgenommen haben? Das wäre ja blöd. Wäre richtig scheiße. Ich glaube, die können wir inzwischen verkaufen, oder? Die nutzen wir eh nicht mehr. Eine Waffe will gut ausgewählt sein. Dafür können wir die können wir jetzt wieder kaufen. Erhöht die Reichweite des Zielfernrohrs. Erzielt das Verwackeln der Waffe beim Zielen. Rückstoßveränderung, speziell wird die Feuerrate beträchtlich. Rückstoß sehe ich jetzt eigentlich noch nicht so wirklich. Feuerrate. Scharfschützengewehr erhöht die Reichweite. Würde ich das doch erstmal kaufen. Aha. Bis nächstes Mal. Jetzt haben wir die Munition für die Pumpgun. Für die Flinte. Ich denke, kein Pumpgun mehr ist. Okay, wo geht's jetzt lang? Es treibt uns wahrscheinlich. Zu ihm hier. Zu Nummer 3. Nummer 4 machen wir dann. Zu Maru. Nummer 4 ist dann der, wie hieß denn der? Ich muss aber unbedingt mal speichern. Jetzt aber zweimal speichern. 2020, das kommt hin. Können die Flakons schon mal platzieren. Können Beine von dem Kopf. Was zum... Dann müssen wir es nicht mit uns umschleppen. Okay, war das falsch oder? Okay, die haben beiden gesetzt. Hoffentlich müssen wir die nicht an richtige Stellen sitzen oder so.
Gleich nochmal speichern. Und da wartet dann der Endboss gegen Mutter Miranda. Auf geht's in den nächsten Horror. Auweia. Und gerade erst den einen Horror überstanden. Sehe ich das richtig, dass es da zur Windmühle geht? Besiegen wir den nächsten. Wo war das Graf? Ach du Scheiße. Und tun ist die nächste Flache. Was soll denn das denn bitte sein? Ab hier bin ich übrigens komplett deins. Ach du Scheiße. Ich bin schwer verletzt, lange halte ich nicht mehr durch. Ich höre ihn draußen auf und ab gehen. Er hat nicht mal gezuckt, als ich auf ihn geschossen habe. Jetzt spielt er mit mir. Es ist kein normaler Wolf. Aber ich verkrieche mich nicht wie ein feiger Hund. Wenn ich es zum alten Wassermühle schaffe, kann ich ihn stoppen. Ich kann dich beschützen. Es ist ja nicht weit. Verdammt, mir ist zu kalt. Ich kann meine Beine nicht bewegen. Es tut mir leid, Lucia. Lisa ist das mit Z. Bitte vergib mir. Okay, wir sollen flüchten. Das ist eine gute Info. Das heißt, wir schaffen es nicht, ihn zu besiegen. Wir können ihn maximal aufhalten. Zur Windmühle sollen wir. Ich weiß nicht, ob das so klug ist hier. Hier rumzulaufen. Und Dietrich. Eine weitere Flinte. Der Inventar ist voll. Wie zum. Ich habe hier mehr Arznei mit dabei, als ich was brauchen werde. Was kann ich denn? Kann ich doch eine. Ich brauche doch nur eine Granatenwerfer. Das sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Halt Objekte stapeln. Ach so, endlich können wir die mal. Ja, Platz sparend. Können wir die noch, können wir das noch drehen? Könnte das hier noch. So geht's doch, da können wir hier noch ein paar Sachen reinpacken.
Die Rohrbombe kann doch bestimmt auch oben rein. Wenn das Ding. So unten hin. Haben wir hier noch jede Menge Platz. Und das jetzt hier. Die Dietrich hier nochmal nehmen. Hier platzieren. Können wir die hier nicht wegwerfen. Mal hier platzieren. Können wir das Ding. Spielen wir ein bisschen Tetris. Also ganz klappt es nicht, aber fast noch ein halbes Inventar Platz. Was gut lagern. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte die mal so lagern. Okay, damit habe ich nicht wirklich was gewonnen. Da haben wir hier doch noch einen Platz für einiges. Das ist doch gut gebaut, gut gemacht. Haben wir das Messer vielleicht? Das brauchen wir eh selten im Kampf. Und den guten hier. Auf die 1 packen. Das Messer hier. Okay, hier noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Hier ist eine Sackgasse. Runter zur Mühle. Und mit Sachen. Kraut. Ich brauch's eigentlich gar nicht. Ich
brauche gar kein Kraut. Ich hab genug. Was das mal sagen würde, ich habe zu viel Heilung. Das muss man erstmal schaffen, wir sind evil. Das Problem zu haben, zu viel Heilung. Das ist ein Wiederflex. Ach, verdammt, jetzt sind wir wieder hier. Wie ist denn das passiert? Ach du Scheiße. Kommt der hierher?